Wer hätte gedacht, dass es überhaupt zu solch einem Ereignis kommen kann? In Italien ist am heutigen Tag eine Seilbahn abgestürzt. Hunderte Meter tief soll sie gefallen sein, nachdem ein Kabel gerissen ist. Wieso es genau zu diesem Horrorszenario gekommen ist, ist zwar noch nicht bekannt, doch es gibt einige brisante Fakten, die ziemlich verdächtig wirken. So ist die Seilbahn erst seit sehr, sehr kurzer Zeit wieder in Betrieb nach der Corona-Pause. Die Bergung gestaltete sich aufgrund der ungünstigen Absturzstelle als sehr schwierig. Zwei Kinder haben den Absturz wohl überlegt und wurden mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Turin geflogen. Da die Gondel Platz für bis zu 40 Personen bietet, wird weiterhin nach Opfern gesucht. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt und muss erst noch im Ermittlungsverfahren untersucht werden.